Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Minecraft Hexus. Was haben wir denn letzte Folge alles erlebt? Wir waren da in so einem komischen Piratenversteck, würde ich es mal behaupten. Ich würde sagen, wir schauen da jetzt mal direkt wieder auf den Server drauf, gucken mal, was jetzt hier passiert. Oh, ich hoffe nicht, dass wir sterben. Bitte lasst uns einfach nicht sterben. Ich habe hier zugebaut, dass die nicht nerven. Dann kann ich hier derweil Sachen abbauen. Okay. So ein Brewing Stand wäre noch mal was. Ups, so. Hier wohnen also die Piraten. Ich hätte die eigentlich auf einem Schiff vermutet, aber die müssen ja auch bestimmt auf. Zum Beispiel da ist eine. Was sind Dia-Rüstung so? Ist super, dass hier Betten sind. Die nehme ich nämlich alle mit. Kisten schaue ich mir gleich an. Oh, bin ich jetzt voll? Kann man immer nur ein Bett mitnehmen? Ja, das ist doof. Ich weiß, ich habe noch mein Dia Giant Sword oder Big Sword, wie das heißt, aber den Hebel da habe ich schon gesehen. Den mache ich, gucke ich mir gleich an. Oh, das vielleicht. So. Tür, geh weg. Nein, nicht mein Schwert. So. Essen natürlich. Leder. Aber den Sattel, den brauche ich. Was ist das für ein Burly? Nee. So. Huch, was war das? Stone Shield. Und Dia Boots. So, das brauche ich nicht. Na. Die sind überall, die Typen. Die greifen beide irgendwie nicht auf. Dann mache ich es halt so. Okay, ich werde diesen Knopf jetzt oder diesen Hebel aktivieren und direkt wegrennen. Hat er überhaupt irgendwas gemacht? Komisch. Können auch überall Fallen sein. Das Modpack. Oh. Das Modpack ist böse. Komm doch her. Okay. Und Jukebox. So. Was wäre man denn dafür weg? Ha. Nee, das brauche ich eigentlich alles. Oh, ich dachte, da kommt jetzt wieder einer. Ich werde ein bisschen Essen wegwerfen. Ist echt gefährlich hier, aber auch irgendwie cool. Oh. Der hat seinen Teamkameraden angeschossen. Bisschen Nausea. Was hat denn der für einen Stab? Droppst du den? Nee, nur Eisen. Den habe ich direkt runtergeworfen. Den auch. Dieser Grenadier, der hat mich. Boah! Wo kommt denn ihr her? Huch, du! Ich erschrecke mich viel zu leicht. Wo kommt denn der her? Die kommen da alle raus? Kann es. Ja, das ist ungut. Wenn da so viele kommen, würde ich sagen, dann machen wir die Folge noch was anderes. Die merke ich mir, dann komme ich mal mit den Teamkollegen hier mal ran. Können wir das Fort vielleicht hier erobern oder was auch immer das hier darstellen soll? Kommt mal hier. Ah, okay. Hier kommt man also raus. Action, ne? Muss auch mal sein. Huhuhu. Ich hätte zwar vielleicht schon überlebt, aber wenn es so viele nacheinander sind, ich weiß ja nicht.
Ich will halt einfach nicht sterben. Das ist mein erklärtes Ziel. Hallo Elefant. Okay. Sehr random. Da hinten ist ein Nether-Portal einfach. Kann ich mit Freezerite eigentlich Ding abbauen? Obsidian? Sehr cool, dann würde ich die einfach für unser Nether-Portal mitnehmen. Ja, ist in Ordnung. Elefant. Gucken wir mal, ne? Können wir ja mal ausprobieren. Das ist auch Glowstone. Geil. Ich probiere es einfach mal aus. Sieht aber nicht so aus. Ah, nee, geht nicht. Die stelle ich mal, kann ich mir auch merken. Ja, ist in Ordnung, Netherportal. Ach, weiß. Ich wollte eigentlich gerade meine Rüstung wechseln, aber ich habe mein Inventar voll. Ich bringe es erstmal zurück. Hier muss es ungefähr zurückgehen. Okay, hier war schon jemand. Au. Alles gut. Hundis. Ich hoffe, ich komme zurück. Hey. Ich orientiere mich da auf der Map an diesen grünen, dieses hellgrüne Zeug, weil bei uns an der, direkt bei uns am Dorf war ja so eine Insel, so eine. Es sind sogar zwei. Hier so viele Werkbänke stehen. Ist schon geil. Da hinten ist es doch unser Dorf. Und wieso wollt ihr eigentlich in den Vulkan reingehen, um Obsidian zu farmen für das Nether-Portal, wenn hier einfach so ein... Gut, dann weiß ich, was ich diese Folge noch mache. Ich werde mir die Spitzhacke von Jan ausleihen, weil er eine Dia-Spitzhacke hat. Sorry, Jan, nochmal. Aber es ist für die Allgemeinheit. Ich leihe mir sehr viel von Jan aus. Anscheinend. Es darf aber kein Trend werden bei mir. Boah, wie viel Zeug ich jetzt schon hab. Jetzt brauche ich die doppelten Kisten. Stellen wir den hier hin? Ja, machen wir einfach drüber erstmal. Provisorisch. Fangen wir mal hier rein. Alles weg. So. Huch. So, jetzt schauen wir mal hier. Nehmen wir nur das an Essen mit. Haben wir noch irgendwelches ungebratene Sachen? Hallo? Kiste? Okay. Die ungebratenen Sachen packe ich jetzt hier nochmal rein. Ist hier noch was Ungebratenes? Ich bestimmt übersehe es. So. Also, wie gesagt, tut mir leid, Jan. Ja, du hast halt eine Dia-Spitzhacke. Und ich habe irgendwie 26 Level. Kann ich dann mein nächstes Dia-Teil verzaubern? Scheiß Vulkan, hey. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen.
Dauert jetzt ein bisschen. So. Wo ist das andere? Ach, da. Ich nehme mal 5 oder so mit. Dann verzauber ich noch am Ende der Folge und dann ist alles gut. Stimmt's? Hoffen wir es mal. Ja, ganz schön spannend. Also die Orte, die muss ich mir echt merken. Schnappe ich mir vielleicht noch einen Aufnahmepartner oder sowas. Und dann können wir das mal erkunden gehen zusammen. Okay, dass da ein Loch ist, ist eher ungut. Am Ende spawnen dann da irgendwelche. Können die Hunde jetzt mal aufhören zu bellen jetzt? Spawnen dann irgendwelche Mega-Bosse und sowas und killen uns und fallen jetzt über unser Dorf her, weil ich es geöffnet habe. Da darf ich niemals reinlaufen, weil bei manchen kommt man einfach nicht mehr zurück. Bei manchen Portalen. Oder zumindest habe ich es noch nicht rausgefunden, wie man da zurückkommt. Ich will es nicht ausprobieren. War klar, ne? Gut, dann müssen wir noch einen Obsidian abbauen. Schauen wir mal, ob wir Flint und Steel da haben. Ich könnte noch probieren, ob ich auf der Map irgendwie Sachen markieren kann. Ich kenne mich mit Minecraft halt oder generell nicht so viel aus. Normalen Minecraft schon ein bisschen. Aber das Modpack ist mir recht neu, muss ich sagen. So. Hat jemand Flint? Natürlich erst wieder bei Jan vorbeischauen. Och Mann, der arme Junge. Aber ich kann es ja machen eigentlich, weil es ist ja für die Allgemeinheit hier. Ich mache es ja nicht für mich, dass ich hier die Sachen irgendwie nehme. Oh, da hat die Ender. Cool. Oder Ender Giant Sword heißt es ja. Kein Flint. Okay, Gravel. Musste. Okay. Geeves bekommt dann auch das komplett fertige Feuerzeug dann. Kriegt er sogar ein Eisen von mir. Hä? Bin ich jetzt so dumm? Ich habe echt vergessen, wie Flintenstiel geht. Mei. So krass bin ich in Minecraft. Schau doch mal. Hoffe mal, dass es jetzt geht. Perfekt. So. Ja, Villager rasten jetzt hier auch wieder aus. Gies bekommt die Lister zurück. Und ich gehe mal ein weiteres Rüstungsteil enchanten. Oh, jetzt wabert das jetzt ja auch immer noch rum. Oh, aua. Orberry Bushes. Enchanting Cost 14. Unbreaking. Fuck. Zu wenig Level. Aber die hole ich mir danach dann nochmal. Jan kriegt auch wieder seine Spitzhacke zurück. So. Hatte doch noch ein Bett mit, oder? Ja, zwei sogar. Perfekt. Ich noch Schilder da? Scheint nicht. So. Ach stimmt, da kommen ja immer drei raus.
noch ein Geschenk am Ende der Folge. So, das nächste Bett machen wir dann nächste Folge, weil ich bin jetzt gerade schon genau wieder auf 15 Minuten drauf. Dann disconnecte ich. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. War ein bisschen Action, ein bisschen Nachgucken, ein bisschen Dummheit natürlich wieder. Muss natürlich sein. Und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Dann sehen wir uns da. Schönen Tag noch und ciao.